Freunde, heute mal ein Video, warum ich keinen Bock mehr auf Deutschland habe. Das ist relativ vielschichtig und geht letztendlich durch alle möglichen, eigentlich durch alle Geschichten hier durch, was es hier gibt. Aber versuchen wir hier mal einen Anfang zu finden. Also, erstmal fangen wir mal an mit Steuerungerechtigkeit. Ihr geht hier arbeiten und kriegt letztendlich 74% in etwa. Also da gab es mal eine Schätzung, die wirklich alles mit einbezogen hat. Wird euch 74% von dem Geld, das ihr erwirtschaftet, weggenommen, geraubt, erpresst, ja. Kann man nicht anders ausdrücken, ist einfach so. Und dann sagen manche, nö, das hier, das ist ja gar nicht so viel, hier nur die Lohnsteuer und bla 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 bla. Ja, ihr müsst die ganzen anderen Geschichten dazu rechnen und Kfz-Steuern und was es da nicht alles gibt. Und wenn jeder, der jetzt kommt von wegen, ja, wir brauchen ja kein Auto, der möge bitte meinen Kanal verlassen, weil mit solchen Leuten möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Weil das Auto ist im Endeffekt hauptsächlich eine der hauptsächlichen Errungenschaften, die wir in den letzten 100 Jahren auch hatten. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, wer uns das absprechen will, der ist ja nicht für Fortschritt, der ist für Rückschritt. Und wenn wir die Entwicklung, die hier gerade so läuft, weitergehen, dann werden wir uns bald zurückentwickeln. Das sehen wir jetzt schon auch irgendwo. Wir sehen eine massive Zurückentwicklung anstatt einen Fortschritt. Ja, also die dreisten Steuern, die hier immer weitergehen. Wir zahlen hier Lohnsteuer, wir zahlen hier diesen Solidaritätsschwachsinn, ja, den es schon seit 20 Jahren nicht mehr geben sollte. Wir zahlen die Schaumweinsteuer, die letztendlich dafür gewesen sein sollte, dass irgend so eine Kriegsflotte vor über 100 Jahren entwickelt werden sollte. Ja, und wir zahlen die heute immer noch. Man findet immer nur irgendwelche Gründe, um uns irgendwelchen Dreck so einzureden, dass wir es zumindest akzeptieren, was aber fernab jeglicher Realität ist. Und wenn der Fall nicht mehr gegeben ist, dann nimmt man das nicht mehr zurück und lässt es einfach bleiben und denkt dann, ja, das ist dann in Ordnung, die Leute schlucken ja die Lüge, die Leute sind ja dann damit irgendwie cool und so und es funktioniert. Und diese ganzen Politiker, die argumentieren ja immer nur gegen uns. Die versuchen, seit über 15 Jahren beobachte ich das schon, die sitzen nur darum. Alles, was die tun, die, ja, es gibt nichts, was besser für uns geworden ist, immer nur schlechter. Immer antifreiheitsfeindlicher, negativer für uns. Für alles sollen wir mehr bezahlen, immer mehr Aufwände. Dafür, für SIM-Karten sollen wir Ausweise zeigen. Dafür, überall muss man sich registrieren lassen und das und darum betteln und so weiter. Und für mich hat das nichts mehr mit Freiheit zu tun. Und das, wenn man sich das mal ganzheitlich betrachtet, ja, dass es immer in die Entwicklung geht, immer ins Negative, immer ins Unfreiheitliche. Aber ja, okay, gehen wir weiter. Also steuermäßig werden wir hier komplett verarscht. Komplett, ja. Einem wird das Großteil von den Geldern abgezockt. Die Linken oder wie auch immer die heißen, was es da gibt, die wollen die Leute noch mehr von den Geldern wegnehmen. Ist ja egal, von welchem Bereich die kommen. Ja, lass es die Reichen sein, okay. Wollen sie den Reichen noch mehr Geld wegnehmen? Sollen sie das doch machen? Und dann, innerhalb von einem halben Jahr, die verlassen alle das Land. Und wozu wird es dann führen? Ja, dass dann letztendlich auch die nicht ganz so viel Geld haben, noch weiter belastet werden müssen. Weil die alle anderen, die ja die Großverdiener, die zahlen ja schon, also 10% von den Leuten, die hier am meisten Geld haben, die zahlen schon ungefähr 50% von den ganzen Steuern, die hier in dem Land überhaupt bezahlt werden. Ja, die halten diesen ganzen Mist am Laufen. Und da muss man sich auch schon mal denken, so irgendwo, ja, die zahlen ihre Abgaben, ich bin libertär, ja, ich halte Steuern generell für Raub. Und, aber zumindest, irgendwann muss auch mal Schluss sein, ja? Wie viel wollen sie denn noch wegnehmen? Und wenn dann so einer das Land verlässt, aus solchen Gründen, dann ist das absolut in Ordnung. Dann darf man so jemandem keine Vorwürfe machen. Was wollen sie denn vorwerfen? Ja, sie arbeiten und kriegen dann über die Hälfte weggenommen. Das ist keine Steuerflucht. Das ist eine Flucht aus einem Unrechtssystem. Und die gehen dann in irgendwelchen armen Länder. Oder was heißt arme Länder, ja? Irgendwelche nicht ganz so hochentwickelte Länder, wo sie dann ihre 15% sein, gerne zahlen. Und denen wird es in 20 Jahren viel, viel werden die besser dastehen, als Deutschland dasteht. Ja? Das ist, hier seht man ja nur noch eine Rückentwicklung überhaupt. Und die anderen Länder, denen wird es dann viel besser gehen. Das ist nicht nur, dass die Leute hier abhauen und dass es immer asozialer hier wird, von den ganzen Steuern her. Die Leute hauen ja auch ab und es wird langfristig letztendlich auch zu weniger Steuern führen. Und das Problem daran ist, dass die überhaupt keine Einsicht zeigen. Ja? Die wollen hier ihren Zwang, das ganze System basiert hier nur auf Zwang und Erpressung. Und die zeigen ja überhaupt keine Einsicht. Die nehmen sich immer das Recht raus, von den Leuten hier abzukassieren, wo immer es geht. Und Einsicht sieht man nicht. Wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein massives Ausgabenproblem. Dieses ganze Konstrukt Staat hier, das ist immer, das wächst immer weiter. Weil ja auch das Negative, ja, das beutet uns ja alle aus.
Und man will uns ja immer mehr ausbeuten und das muss ja auch alles durchgesetzt werden. Und dafür brauchen wir immer weitere, diese ganzen Strukturen müssen immer weiter wachsen, sonst könnte man das ja nicht mehr durchsetzen. Und es kostet immer mehr Geld und das will man ja von uns auch noch haben. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, warum sollen wir eine Institution finanzieren, die letztendlich ausschließlich gegen uns arbeitet? Ja? Also wir zahlen einen Großteil von unserem Geld in Form von Steuern dafür, dass man uns ausbeutet. Also ich verstehe nicht die Logik von den Leuten hier. Okay, Steuern ist jetzt abgedeckt, gehen wir mal zu der Gesellschaft. Ja, eine Gesellschaft, die so dermaßen staatshörig ist, die jeglicher Form von Propaganda zum Opfer fällt, sich alles irgendwie da reinmüllen lässt und alles... Es gibt ja schon ein paar schlaue Leute, ja, in den Telegram-Kanälen oder sonst wo, gibt es ja schon ein paar Leute, die zum Denken fähig sind. Aber wenn man sich so das Großteil anschaut, dann muss man doch davon ausgehen, dass der Großteil der Leute hier dazu nicht fähig ist. Und in so einem Land, der sich von den Leuten, die sich sowas bieten lassen, möchte ich nicht leben, ganz einfach. Die haben es ja selbst gewählt, die wollen das doch nicht anders. Und irgendwann kommt dann, ja, wer hätte das denn sehen können? Wer hätte das denn sehen können? Ja, wir sagen es euch doch schon seit 10 Jahren ungefähr. Seit 10 nicht erst. Seit 2 Jahren oder so mit diesem ganzen Pseudo-Quatsch da, was es da gibt. Ich wage es gar nicht mehr auszusprechen, sonst versperren sie mich wieder. Ja. Schon viel länger warnen wir euch. Ja, und das will keiner wahrhaben. Und dann sollt ihr einfach eure Suppe selbst auslöffeln, die ihr euch alleine eingebrockt habt. Und mit so einem Volk, wie soll ich das ausdrücken? Ich fühle mich auch nicht in einer Gemeinschaft. Das ist ja eh keine Gemeinschaft, das ist ja ein Zwangskollektiv irgendwo. Und ich sehe da auch keinen Zusammenhang. Und ich kann mich mit dem, was hier läuft, auch nicht identifizieren. Ich sehe hier eine absolute Unfreiheit und Leute, die das akzeptieren irgendwo. Und da fühle ich mich einfach nicht drin. Dann sind wir hier das Land der Erpressung irgendwo, ja, in Form von Steuern. Und das Land, weltweit macht man sich drüber lustig, wegen dieser ganzen Bürokratie und diesen schwachsinnigen Gesetzen, die es in kaum einem anderen Land auf dieser Welt gibt. Es gibt kaum ein Land, in dem man mit so viel Schwachsinn drangsaliert wird. Ja, man macht euch blöd an, weil der E-Scooter 2-3 km zu schnell fährt. Da habe ich ein Video gesehen von irgendwelchen Polizeieinheiten, mal abgesehen davon, dass die Gelder verschwenden dafür, dass die auf TikTok da aktiv sind. Ja, machen sie blöd rum wegen E-Scootern, wegen sonstigem Schwachsinn. Für jeden Mist müsst ihr vor irgendwelchen zwangsfinanzierten Staatsbeamten da betteln, dass ihr eure Sachen bekommt und dass ihr hier eure heilige Genehmigung bekommt und das machen dürft. Und dann kann man sich nicht im Gegenzug als freiheitlich und schon gar nicht als demokratisch bezeichnen. Ja, wie demokratisch kann denn ein Land sein? Ja, das, wo eine Partei dann irgendwo, die vielleicht von 20% gewählt wird, wo aber 80%, die nicht gewählt haben, was im Umkehrschluss heißt, dass 80% dagegen sind. Und da sind nicht mal die Nichtwähler mit einem begriffen. Die Nichtwähler, alleine die Nichtwählerquote, die ist ja höher als die Quote, die die höchste Partei gewählt hat. Inwiefern ist es, kann man das als demokratisch bezeichnen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist doch nicht demokratisch. Das ist doch eine absolute Pseudodemokratie. Das hat doch mit Demokratie nichts zu tun. Also ich persönlich bin kein Demokrat, ja. Weil das heißt ja immer die Herrschaft der Mehrheit, die nicht unbedingt das Beste will. Das ist gerade in diesem System, da gibt es ja auch viel Propaganda, viel Indoktrinierung, die schon in der Schule anfängt. Und die Leute, denen wird ja der freie Wille irgendwo auch schon abtrainiert, der nicht mehr gegeben ist irgendwo. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, wie frei denn die Leute wirklich entscheiden können. Und es sind einfach oft Propaganda-Opfer, die dann die Mehrheit bilden. Und deswegen ist die Demokratie nicht unbedingt die beste Form. Ich bin ja eher für in manchen Fällen sicherlich eine direkte Demokratie, ja, ganz klar. Weil was anderes geht einfach in manchen Sachen nicht. Aber man kann ja nicht in eine Partei, die vielleicht von nicht mal 20%, wenn wir die Nichtwähler mit einberechnen, irgendwelche Dinge durchboxt, die mehrheitlich abgelehnt werden, die niemals, ja, auf den Wahlplakaten stand ja niemals, ja, wir werden euch noch mehr überwachen, wir werden noch mehr Gelder von euch verlangen. Also sowas habe ich selten auf Wahlplakaten gesehen. Und trotzdem boxen das diese Parteien durch. Und alle finden das dann irgendwo in Ordnung. Also es tut mir leid, aber ich sehe hier, das ist eine Vetternwirtschaft und ein Selbstbedienungsladen bis zum geht nicht mehr. Hier wirst du ausgebeutet, abgezockt und belogen von vorne bis hinten. Und alle Leute finden das dann irgendwo in Ordnung. Und das fühle ich einfach nicht mehr. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr auf dieses System, auf dieses Land, auf diese Gesellschaft.
Mir reicht's einfach. Ich habe die Schnauze voll, ja, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Sollen die machen? Die Leute haben das anscheinend, die sind irgendwie cool damit, die wollen das so, die wollen es nicht anders. Ja, dann sollen sie es genießen, aber ohne mich, ja, haut rein.